das Pendel. Sie werden immer müder. Entspannen Sie sich. Wussten Sie eigentlich, dass Sie im Alltag mit per- und polyfluorierten Alkalisubstanzen, kurz PFAS, zu tun haben? Sagen Sie Hallo zu Ihrer Bratpfanne. Schafft die künstliche Intelligenz uns Menschen ab? Darüber spreche ich jetzt mit dem Autor Sascha Lobo. Guten Abend, Herr Lobo. Viel Spaß bei diesem Fernsehabend und bis morgen. In Deutschland drehte sich im Jahr 2022 bei der Telefonseelsorge jeder vierte Anruf um das Gefühl der Einsamkeit. Wie ist das bei dir, wenn du alleine bist? Fühlst du dich dann einsam? Oder magst du das sogar, einfach mal nur für dich zu sein? Was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Wie wird der Begriff der Einsamkeit definiert? Öko statt konventionell. Meine ersten Recherchen zeigen sehr schnell, es gibt viele Unterschiede bei der Haltung von Schweinen, Rindern und Geflügel. Ja, jetzt ist es soweit, ne? Der letzte Teil der Reise beginnt für diese Schweine hier. Was haben Sie früher für ein Kilo Fleisch bekommen? Was bekommen Sie jetzt dafür? Also konventionell hatte ich 1,10 Euro bis 1,70 Euro. Das waren halt sehr stark schwankende Märkte. Jetzt, nach der Umstellung, bekomme ich fest 3,80 Euro. Raumwelten stellt die Menschen vor, die unserer Welt Gestalt geben. Produktdesigner, Innenarchitekten, Bühnenbildner. Florian Lösche ist einer der gefragtesten Bühnenbildner im deutschsprachigen Raum. Wieso ist dieses abstrakte Arbeiten für dich so im Vordergrund? Also du könntest ja bei Stücken wie Guillaume Tell zum Beispiel auch sagen, ich mach einen echten Wald, mach echte Baumstämme auf die Bühne, aber du reduzierst es. Hast du ein Problem damit, auch mal ein figuratives Bühnenbild zu machen, was genau so ist, wie es auch die Story vorgibt? Ich habe da grundsätzlich überhaupt kein Problem damit. Ich habe nur das Gefühl, dass auf der Bühne oft die abstrahierte Wirklichkeit wirklicher ist als die echte Wirklichkeit.